Hey und herzlich willkommen zurück. Wir werden jetzt statt dem eigentlichen Let's Play, wo wir bei der normalen Kampagne spielen, uns Claires Zuflucht widmen. Ich habe es mal kurz angetestet, ob es auch funktioniert. Tut es. Und werden uns anschauen, ob sie 15 Euro wert ist, die heute am 18.06. für alle zu kaufen sind. Ist auch gleichzeitig ein großes Ich Update kehre mit gekommen, wo einem viele gewissen Sachen Maß hinzugefügt an wurden. Aufregung und Angst zur Isla Nublar zurück. Hier sind mir einige der größten Errungenschaften meines Lebens geglückt. Und leider auch einige meiner bedauernswertesten Fehlschläge. Doch seither habe ich viel gelernt. Über die Dinosaurier, diese Insel und mich. Also, willkommen zurück. Dieses Mal werden wir es besser machen. Und wenn wir gehen, dann nach unseren eigenen Bedingungen. Okay, wir sollen es jetzt besser machen. Es ist eine Krankheit ausgebrochen, es sind Strukturen beschädigt. Ihre Mission retten und siedeln sie alle Dinosaurier um. Willkommen in Jurassic World oder was davon übrig ist. Diesmal sind sie nicht hier, um den Park zu bauen, sondern um die Dinosaurier zu retten. Der Sibo stellt eine ernstzunehmende Bedrohung dar, weshalb sie ihn so schnell wie möglich in die Zuflucht gebracht werden müssen. Doch zuvor müssen sie dafür sorgen, dass die Dinosaurier für den Transport gewappnet sind. Leider scheinen alle Tiere auf der Insel an einer unbekannten Krankheit zu leiden. Finden sie die Quelle dieser Krankheit, entwickeln sie ein Heilmittel und retten sie Dinosaurier. So, wir bekommen eine Übertragung. Wir wissen beide, warum wir hier sind. Ja. Es wird Zeit, diese Tiere zu retten. Aber dazu müssen wir zusammenarbeiten. Fangen wir an. Gut. Wir sollen eine Ranger-Station bauen. Ich mache mir mal kurz einen Überblick über die Karte. Wir haben nur ein begrenztes Budget, um diese Mission ins Rollen zu bringen. Zuerst hier sind so viele kranke Dinos. Das Stromnetz von Nublar sollte ausreichen. Hier oben. Uns fehlen jedoch die Kapazitäten, um es zu erweitern. Beachten Sie mich nicht, Miss Deering. Ich bin nur ein Beobachter. Oh, und ich soll sich Eingangszentrale 2? Der Foundation nicht verschwendet wird. Wir haben hier zwei Eingänge. Okay. Ist. Ich werde sie aber auch mit meinem Wissen und Lächeln unterstützen. Gut, dann bauen wir erstmal eine Ranger-Station. Oh Gott, das Drehen geht jetzt viel langsamer seit dem Update. Terrainbeschränkung. Müssen wir also ein bisschen hier hinsetzen. Bauen wir noch einen Weg. Nehmen wir den billigen. Oh, komm, den ganz billigen Weg. So. Und dann müssen wir jetzt gleich noch ein Stromnetz anschließen. War doch jetzt ein Kraft. Nee, war eine Ranger-Station. Okay. Da ticken ein paar Dinos aus. Wäre schön, wenn du schnell gebaut wärst. So, hier haben wir jetzt einen Ranger. Wir können aber ja den einen manuell fahren, selbst wenn wir noch keinen Strom haben. Das werden wir natürlich machen. Auf diese Insel weckt viele Erinnerungen. Wisst ihr, was wir machen? Alle sind schlecht. Wir haben auf Isla Nublar gute Arbeit geleistet. Ja. Simon Masrani. Er war ein Umspannwerk. Er hat John Hammonds Vision verstanden. Ein Traum, der zu einem Albtraum wurde. Kann ich noch nicht bauen, okay? Irgendwie fühlt es sich an, als würde ich nach Hause kommen. Ich habe hier vor einer Ewigkeit als Praktikantin angefangen. Wir haben den Dinosauriern eine zweite Chance gegeben. Und alle haben eine Atemwegserkrankung. Obwohl Isla Nublar im Chaos versinkt. Okay. Wir müssen gleich noch rausfinden, wo hier Fleischfresser sind, damit hier nicht irgendwelche Tiere... Sieht so aus, als hätten wir gar keine Fleischfresser hier auf der Insel. Das ist schon mal sehr gut. So, wir müssen... Ich wollte nie hierher zurückkehren. Aber ich habe immer gewusst, dass ich es tun würde. Mein Leben wird für immer mit Isla Nublar und den Ereignissen, die uns gezeigt haben, wer wirklich das Sagen hat, verbunden sein. Schön klar. Doch diesmal können wir es richtig machen. Oder wenigstens besser. Ich würde ganz gerne, wenn du es mir endlich gestattest, hier unten das Umspannwerk bauen. Weil ich kann hier noch nicht drauf gehen. Seht ihr das? Also... Und ich bin nicht für mich hier, sondern für sie. Die Dinosaurier. Ich bin immer noch für sie verantwortlich. Und sie jetzt auch.
Zusammen können wir der Welt zeigen, wie wichtig diese prähistorischen Tiere für unsere Zukunft sind. Also halten wir fest. Wir müssen darauf warten, dass wir endlich hier weitermachen dürfen. Sonst gehe ich gleich wirklich auf Hilfe, weil ich momentan kein Umspannwerk bauen kann für meinen Ranger. Ach, scheiße. Hier unten gibt es ein Umspannwerk. Aber das kann ich auch wieder nicht. Wir haben halt so falsch gestartet. Ja gut, gibst mir das woher, Katze? Meins. Kommt ihr einfach her und schnappt mir hier Sachen weg. Wir müssen herausfinden, ob das komplett verschwendetes Geld war. Hier unten haben wir auf jeden Fall... Baut bitte hier unten euer Ranger-Zentrum hin. Komm, wir versuchen mal ein bisschen Platz zu sparen. Und jetzt fahren wir oben mit unserem anderen Ranger schon mal die Strecke ab, um den Strom wieder aufzubauen. Niedrige Gesundheit. Ihr merkt, es sind Leute dabei, ganz schön Schaden zu kriegen. Ich frag mich, ob genug überleben. Ich weiß echt nicht, ob das so eine Kampagne ist, die wir eventuell nicht hinkriegen. Müssen wir mal rausfinden. Lauf über die Tastatur. Ja, ist klar. Gehst du bitte runter? Hey, neuer Fahrzeugskin. Oh, ich sollte nicht unbedingt durch den Sumpf fahren. Fahren wir mal am besten wieder raus. Katze, gehst du einen Ticken auf Seite? So ist besser. Jetzt kann ich auf dem Bildschirm wieder sehen. Hier scheint das Stromkabel intakt zu sein. Vorne kommt wieder irgendwas Kaputtes auf uns zu. Einmal durch den Busch. Ich weiß nicht, ob wir es unbedingt hinkriegen. Nein, er will da nicht durchfahren. Dann fahren wir einmal außen. Ranger-Zentrum wurde gerade gebaut. Aber wir müssen trotzdem noch die ganze Strecke einmal abrasen. Ach, die Insel ist ja schon cool. Die müssen wir auch instand setzen. Sobald wir alles instand gesetzt haben, schicken wir unseren Ranger mal los, dass er nicht die Leute heilt. Das kann er noch nicht. Aber zumindest die mit einer niedrigen Gesundheit, dass er denen eine Spritze setzt, damit es ein bisschen, dass es denen besser geht. Da kann ich, glaube ich, wieder nicht durchfahren. Da muss ich außen rum wieder. Oh, hier gibt es aber viele Hügel. Glaube ich schon, oder? Die bleiben von selber aus so weit voneinander entfernt. Ich hoffe, dass sich das jetzt verbindet, wenn ich den anklicke. Also, wer das nicht kann, ich muss hier einfach Linksklick drücken. Die Stromversorgung funktioniert wieder. Gut. Jetzt brauchen wir neue Anlagen, um weitermachen zu können. Funktioniert die Kaffeemaschine jetzt? Endlich! So, jetzt kann ich aber... Seit 1993 nicht mehr ohne Koffein auskommen. Ich weiß nicht, wo der ist, der wenig der Heilung benötigt. Ich kann ihn jetzt leider nicht so schnell finden. Was wir auf jeden Fall machen müssen, ACU-Zentrum und ein Forschungszentrum. Wir werden als erstes das Forschungszentrum bauen lassen. Dann das ACU-Zentrum. Oh, das ist so langsam dreht, nervt mich. Ich fand das im alten Update besser. Egal. Und ein ACU-Zentrum. Haben wir noch genug Geld? Ja, haben wir. Ach, komm, bau mir ein bisschen schräg. Hauptsache, wir bleiben im Bereich von unserem Umspannen. Komme ich hier noch durch oder habe ich jetzt echt zu nah gebaut? Ha, das nicht mal können. Drehen wir mal ein bisschen, damit ich da vernünftig rankomme. Auch hier der Rest vom Weg. So, die bauen wir. Kommen wir jetzt zum Wichtigsten. Den Dinosaurier. Ihr Wohlbefinden hat oberste Priorität, weshalb wir die Quelle dieser Krankheit finden müssen. Mein Team hat ein paar Tiere ausfindig gemacht, die sie sich näher ansehen wollen. Sie müssen diese Dinosaurier zuerst finden und einfangen und dann sicherstellen, dass sie in geeigneten Gehegen untergebracht werden. Ich denke, die müssen alle hier vorne in das Gehege reinpacken. Apropos bequem, kann mir jemand einen besseren Stuhl besorgen? Wer ist das jetzt? Der macht meinem Ischias zu schaffen. Von denen hier der Nummer 4, ne? Den hier soll ich. Den soll ich betäuben? Dann war hier hinten die beiden anderen. Hier ist ein Gallius. Gallius Nummer 8, da ist er sogar. Gallius Nummer 3 und Gallius Nummer 7. Okay, die Aufgabenplätze sind voll, dann warten wir eben so lange ab. Irgendwer hat hier wenig Leben. Ich weiß, dass Sie sich gerade um wichtige Dinge kümmern, aber es gibt noch anderes zu tun. Wir müssen die Dinosaurier auf dieser Insel fotografieren, damit uns das in der Zuflucht erspart bleibt. Dann, fahren wir dich mal. Sie sollten dir nicht ganz so frische Luft genießen und ein paar Fotos machen.
Ich werde ihre Komposition streng beurteilen. Als ob ich wüsste, was das bedeutet. Ach, Mist, das habe ich ausgesondert. Upsi. So, jetzt aber. Die habe ich schon mal. Dann fahren wir. Da vorne ist einer schon betäubt. Der Heli fliegt einmal rüber. Jetzt werden wir von euch hier auch noch Fotos machen. Da seid ihr. Das sind aber schöne. Den anderen lassen wir gleich machen. Erstmal möchte ich hier ihn, möchte ich rein transportieren. Oh Gott. Wo liegst denn du rum? Jetzt habe ich dich verloren. Brauchst du also eigentlich irgendwie... Wir haben ein kleines Problem, und zwar, dass wir mindestens zwei von denen im Gehege haben sollen, sonst fühlen sie sich sehr einsam. Und dann brechen sie aus. Also lassen wir ihn transportieren und merken uns aber, dass wir hier nachher noch jemand weiteres brauchen. Also, da haben wir auch irgendwas bei der Forschung, was verfügbar ist. Du bist echt langsam unterwegs. Die müssen wir aber immer noch den Gallius Nummer 7 einspeichern. Das sind die Stücke Moloch. Da brauchen wir auch Nummer 1. Ich die jetzt per Zufall sehe, wäre jetzt natürlich praktisch. Stücke Moloch Nummer 1, den haben wir. Dann... Ah, da ist der. Wo ist der jetzt der letzte? Da, nee. Irgendwo muss ich noch einen weiteren kleinen Gallius einfangen. Aber hier vorne kann ich praktischerweise, selbst wenn er kein funktionierendes Stromnetz hat, einfach mal so rumfahren. Und die, die ich hier hinten fotografieren muss, einfach mal abfotografieren. War auf jeden Fall eine Fehlinvestition, da eine, ich weiß. Guckt euch das mal an. Das ist doch ein wunderschönes Foto, oder? Wow. Das ist nicht viel. So, du hast sobald die beiden betäubt, dann kriegst du eine weitere Aufgabe. Ja, aber wo ist der eine? Ist der hier mit? Da ist der mit drin, okay. Dann hätte ich gerne dich und du kehrst nicht zurück, sondern betäubst mich hier Nummer 7. Und die Stücke Moloch transportieren wir auch. Hier in das Gehege. Die hätte ich auch gerne hier. Dann müssen wir... Geborgenheit geht runter, ja. Wir schauen mal eben bei ihm, ob... Jetzt ist er in der Luft, jetzt kann ich nicht mehr anklicken. Nehmen wir mal die hier. Sozial, wie viele? Ach, 4 Leute. Da muss ich auf jeden Fall jetzt gleich noch was ändern. Aufgabe hinzufügen, da muss ich mich mehrere einfangen. Ich hoffe, dass das so von der Anzahl dann auskommt. Wir haben auf jeden Fall hier eine riesen Panik ausgelöst. Auch cool. Hier muss ich Wasser reinmachen, sonst verdurstet mir. Dennoch ist das bei Land... Nee, ich glaube nicht, dass bei Landschaft dabei ist, sondern ganz normal hier. Ist das jetzt Wasser oder Sumpf? Kann ich euch gar nicht so genau sagen. Haben die eigentlich außerhalb alle irgendwo Futter? Hier ist Futter. Ihr habt kein Futter, aber ihr kommt noch klar. Gut. Niedrige Gesundheit. Ja, ich weiß nur nicht, wo. Ich wüsste ja gerne, wer hier eine niedrige Gesundheit hat. Dann könnte ich ihm ja helfen. Wir werden so lange mal hier mit dem hier weiter Fotos machen. Wow. Das ist, kurvig. Nee, hüge dich so. Hüge dich. Das ist das richtige Wort. Lass uns mal von da vorne von den Dinos hier Fotos machen. So, einmal hier. Ich weiß nicht, ob ich sie überhaupt gerade... Na, so ein bisschen. Ein bisschen werden sie gesehen. Dann können wir auch in die Richtung fahren. Hier vorne sind sie. Oh, sehr schöne Langhälse. Die sollen jetzt übrigens weniger Panik vor Fleischfressern haben, was... also Langhälse... das ist ein teures Foto. Und damit habe ich auch eine Errungenschaft endlich gekriegt, wo ich ein 100.000er Foto hatte. So... Denen geht's gut. Die sind gar nicht... Ach, ich wollte schon sagen, die sind doch sehr wohl krank. Na, da haben wir jetzt vergessen, dass er hier weiter Aufgaben... Er muss ja noch ein paar Stücke Moloch betäuben, weil wir ja 4 Stück hinten im Gehege brauchen. Sonst, ist der eine einsam. Oder dreisam. Und, bei ihm hier müssen wir auch dann bald den anderen fangen. So, wir müssen auch fotografieren. So allgemein alle, die hier hinten sind. Schön. Nicht so. Und den Gadius muss ich noch transportieren. Habe ich den nicht da hinten schon? Ah, der liegt betäubt dazwischen den ganzen anderen. Okay, jetzt habe ich ihn. Nein, also ich kann euch wirklich nur die Playlist empfehlen, falls ihr
interessiert seid an Jurassic World Evolution. Da habe ich schon sehr viel gemacht. Wir haben ja was weiteres, was über Gehege. Nee, also das Geld sehe ich gerade nicht ein. Müssen wir jetzt hier alles neu forschen? Ach nee, es gibt gar nicht so viele Sachen. Okay. Okay, gut. Ich wollte schon sagen, weil wenn wir jetzt alles neu erforschen müssen, das ist ein bisschen anstrengend. So, da ist ein weiterer. Und das heißt, ich kann bei dir jetzt hier hinten noch einen von diesen... Was war's? Sinoceratops. Anfragen lassen. Und hier hinten weiter rumtransportieren. Dich hätte ich. Und dich da auch. Die müssen wir halt alle drin haben, damit die endlich forschen können, woher gerade die Krankheit kommt, was für ein Ausbruch das ist. Und wir brausen mal wieder mit dem jetzt hier rum. Wieso muss ich Sachen, die bei mir im Gehege sind, fotografieren? Wir schauen erstmal, ob es reicht bei mir. Einfach hier hinten hinfahren und unsere Standard-Dinos da hinten fotografieren. Da fliegt gerade einer an uns vorbei. Noch einer. Oh, hier geht aber die Post ab. Ja, es sind Flugzeuge, Viecher. Der fliegt auch. Ich sehe halt den Dino nicht, der jetzt hier ist. Das ist das Problem, dass sie sich alle meinen, hier im Gebüsch zu verstecken. Oder auch nicht. Die da müssen wir eigentlich alle mit draufkriegen. Ne, haben wir nicht reingekriegt, aber ich kann hier nach rechts fotografieren. Dann habe ich sie auf jeden Fall, den und den. Oh, ich war zu weit weg. Gut, dann gehen wir nochmal näher. Vollgas, aber jetzt sind definitiv nah genug dran. Zeit, diese Krankheit zu studieren. Okay. Bauen Sie einen Beobachtungsturm in der Nähe des Geheges, damit ich muss doch einen Beobachtungsturm bauen. Also anscheinend muss ich einen Beobachtungsturm erforschen. Machen wir jetzt gleich. Erstmal müssen wir hier wieder Fotos knipsen. Und dann gehen wir mal zum Forschungszentrum und sagen ihm hier, dass er einen Beobachtungsturm erforschen soll. So ist richtig. Weniger als eine Minute, ja, das kriegen wir hin. Und den da wollte ich auch noch transportieren. Und da müssen wir den auch noch Futter reinsetzen. Ja, Gehege, Nahrung. Hier das Futter. Okay, wir sollen nachher eine Beobachtungsplattform aber auch so bauen, dass wir die alle betrachten können. Das ist tatsächlicherweise nicht so einfach. Oh, die da vorne müssen wir auch noch fotografieren. Da fahren wir mit diesem Ranger mal. Die Forschung ist abgeschlossen. Wir machen eben das Foto. In unserer 012. Irgendwo hier rechts waren die, rechte Hand. Weiß auch nicht ganz genau wo. Hoho. Oh, kann ich rein? Ja, hier, bitte sehr. Ich kann nicht wirklich heilen, ich kann nur die Leben ein bisschen auffrischen. Ups, lass mich bitte vorbei, lass mich bitte vorbei. Du auch, danke sehr. Ich hab's eilig, ich muss da hinten zu den Dinos. Das Fahren ist schon schwer genug. Ich sollte wieder solche Rennspiele spielen. Oder auch nicht, weil ich kein Rennspiele-Fan bin. Ich glaube, jetzt habe ich mich ein bisschen verfahren. Ja, weil hier komme ich... Oh, doch, ich bin durchgekommen. Meistens fährt man dann gegen einen Baum und dann geht es nicht. So, jetzt haben wir die auch. Und müssen tatsächlicherweise jetzt noch hier hinten eine Beobachtungsplattform hinbauen. Gehege, Beobachtungsplattform. Aber natürlich andersherum. Wir sollen möglichst alle ins... Wenn wir den hier vorne hinsetzen, können wir viel besser die ins... Aber das klappt nicht so gut. Ich überlege gerade, wie ich den am besten hinsetze. Natürlich so herum. Wir hoffen einfach mal das Beste, sonst hetzen wir die gleich dahin. Haben wir keine Tür im Gegen? Nein, haben wir nicht. Das sollten wir noch machen. Aber hier ein Gate hin. Und dann fahren wir mit unserem Ranger mal rein. Wir müssen ja auch noch ein Foto machen von denen, die da drin sind. Also von irgendwelchen da drin. Ich weiß jetzt nicht ganz genau welche. Bitte aufgehen. Danke sehr. Machen wir von hier aus ein Foto. Mal von unserem ganzen Haufen da drin. Wiederholende Spezialstrafe. Sorry.
Und damit haben wir, fotografieren Sie alle Dinosaurierarten abgeschossen. Danke für das Katalogisieren der Dinosaurier. Gerne. Für dich immer. So, wir hoffen, dass dann gleich alle hier vorne mit im Blick sind. Es sieht bisher gut aus, wenn ich das jetzt so einschätze. Sind ja die hier, die... einer von... Der ist nicht mit drin. Okay, dann jag ich den mal eben. Gehst wieder zurück. So, dann hupen wir den mal ein bisschen, dass er da meint, reinzulaufen. Nein, das ist die falsche Richtung. Komm, lauf, 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 lauf. Ja, das sollte jetzt reichen. Eigentlich. Ja, jetzt ist er drin. Unsere Wissenschaftler sind in Position und bereit, die Dinosaurier zu beobachten. Sie müssen dafür sorgen, dass es die Dinosaurier bequem haben. Ja. Und sie ruhig bleiben. Gut, schön, dass wir eben schon dafür gesorgt haben, dass die Geborgenheit hoch ist, dass sie ihre Artkumpanen dabei haben. Dadurch ist jetzt der Teil der Mission für uns sehr einfach. Mir tun die anderen Dinos ja alle so leid, aber anscheinend kriegen die nicht weiter runter als 60. Also die sterben einfach nicht, was natürlich toll ist. Ja, ich möchte natürlich nicht, dass hier irgendein Dino von mir einfach wegstirbt. Irgendwas haben wir doch gerade eben freigeschaltet, oder? Ich weiß jetzt nicht, was es war. Irgendwie T-Rex haben wir hier freigeschaltet. Ah, es sind schon süße Kleine, ne? Hallo. Dafür, dass du krank bist, siehst du ganz okay ist, aber das ist ja auch ein Atemwegsproblem, ne? Ist deine... Sozialisiert sich. Joa, die freunden sich gerade miteinander an. Wir beide nicht. 30 Sekunden. Ich würde sagen, mit dem Wissen, dass es auf jeden Fall klappen wird, gehen wir in die nächste Folge rein. Ich wünsche euch bis dahin noch ganz viel Spaß und würde sagen, bis denn.